Eine hübsche Aufnahme, die Menschenmenge und der Fisch mittendrin. Leute, könnt ihr euch mal ein bisschen zusammenstellen? Ich möchte ein Foto für die Zeitung machen, also kopiert euch mal ein bisschen um den Fisch. Hat Ben Gardner den erledigt? Nein, das waren wir alle zusammen. Ja. Gratuliere, gratuliere. Gut gemacht. Bitte, Leute, ich brauche ein Foto für die Zeitung. Stellt euch doch mal zusammen. Vorne nur die Jungs, die den Hai gefangen haben und dreht sein Maul in diese Richtung. Baut euch bitte endlich auf. Kommt schon, kommt schon. Bitte lasst uns doch mal ein paar Fotos machen. Wo ist das Schild? Strand geschlossen. Halten Sie es hoch. Nein, das geht doch nicht. Ich gehöre nicht dazu. Leute, kniet euch mal hin. Und die anderen, geht bitte zur Seite. Ja, so ist es gut. Hey, junger Mann, gehen Sie bitte mal aus dem Weg. Ja, Sie. Und nehmen Sie Ihre Tasche mit. Entschuldigung, ich bin noch fertig. Danke. Was das dann? Okay. Ich brauche die Abzüge so schnell wie möglich. Also, Larry! Larry, Sie werden es nicht glauben. Was für eine Sorte Hai ist denn das? Ich weiß auch nicht. Neben einem dankgroßen Schlund. Ja, aber was für eine Sorte, was für eine Art? Ein Tigerhai. Ein was? Dann können wir aufatmen. Sagen Sie, Martin hat mir noch genug Aufnahmen für das die Zeitung gemacht. Larry. Was soll dieser Gebissradius? Ich mach schon mal diesen Maul. Nehmen Sie sich das Scheiß in sein Maul, dann merken Sie selbst, ob es groß genug ist für einen Menschen. Mr. Gardner, danke. Das haben Sie großartig gemacht. Ich versuche nur zu sagen, dass es vielleicht nicht dieser Hai ist. Ach, er ist zu viel. Der neue Hai muss ein Ding vorstellen. Mentos Wissarinborn, unser Bürgermeister. Hallo. Vom Ozeanographischen Institut. Können wir wieder baden? Ja. Muss ich sprechen. Martin. An diesen Küsten hier sind viele Sorten Haie vertreten. Hammerhaie, Weißspitzenhaie, Blauhaie, Markus. Und die Chancen, dass diese Burschen hier den richtigen Hai an der Angel hatten, hören Sie doch bitte mal zu, Martin. Stehen 100 zu 1. Ich will ja gar nicht ausschließen, dass es der richtige Hai ist. Vermutlich ist er es, Martin, vermutlich ist er es. Es ist ein Menschenhai und der kommt in diesen Gewässern sehr selten vor. Aber es ist auch eine Tatsache, dass der Gebissradius dieses Tieres anders ist als bei den Wunden am Opfer. Ich will einfach sicher sein. Sie wollen bestimmt auch sicher sein. Wir alle wollen sicher sein, okay? Also, was ich tun möchte, ist ganz simpel. Das Verdauungssystem dieses Tieres arbeitet sehr langsam. Lasst es uns aufschneiden. Was immer es in den letzten 24 Stunden gefressen hat, muss dementsprechend noch drin sein. Dann sind wir sicher. Ist vielleicht wirklich der einzige Weg, um sicher zu gehen. Hört mal zu, Jungs. Lasst uns bitte vernünftig sein. Das ist nicht der Ort und Zeitpunkt, um für eine überflüssige, ich würde sagen, geschmacklose Autopsie an einem Fisch. Und ich denke einfach nicht daran, hier zu stehen und zuzusehen, wie das Ding aufgeschnitten wird und die Reste des Kindnerjungen sich über den schmutzigen Kay hier verteilen. Chief Brody? Ja. Erst jetzt habe ich gehört, dass es letzte Woche schon eine Tote gegeben hat. Und sie wussten es. Sie wussten, dass da draußen ein Hai ist. Sie wussten, dass er gefährlich ist. Aber sie haben die Menschen schwimmen und baden lassen. Sie wussten das alles. Aber trotzdem ist mein Junge jetzt tot. Und es gibt nichts, was Sie dagegen machen können. Mein Junge ist tot. Ich wollte, dass Sie es nicht vergessen. Sie sieht das falsch. Nein, sie hat recht.